Herzlich willkommen. Mein Name ist Luca Giro, ich bin Standortleiter hier in Silben und ich freue mich enorm, dass du heute dabei bist. Gott will unsere Beziehungen in Bestform bringen. Miteinander schauen wir in der aktuellen Predigtserie Bestform an, wie Gott das tut und wie er uns dafür verändert. Hey, es ist der Wunsch von uns als ganzer Kirche, dass du und ich in dieser Predigtserie Gott können begegnen, ihn besser kennenlernen und ermutigt werden. Amen. Herzlichen Dank unserem Dance-Team und Worship-Team für euren Dienst. Mega, mega cool mit euch. Natürlich auch mega cool mit euch hier im 11.30 Uhr Gottesdienst in Silveren. Hey, das ist zum ersten Mal, dass ich hier predige in diesem Gottesdienst. Und danke vielmals, dass ich hier sein darf an diesem Tag. Und heute zum Thema Singles in Bestform in unserer Serie. Und ich habe mich dann gefragt, darf ich überhaupt etwas über Singles sagen? Also ich war auch mal Single gewesen. Ich habe nicht mit 20 geheiratet, nein, ich bin fast 29 geworden, also habe doch ein bisschen Single-Zeit hinter mir. Aber ich werde heute Morgen natürlich zum Thema Singles etwas sagen, aber ich glaube, dass alle, auch wenn man nicht mehr Single ist, man etwas heute mitnehmen kann. Und ich werde vielleicht ein bisschen mit Humor einsteigen. Es gibt ja ganz verschiedene Single-Witze. Und nicht alle sind tauglich für einen Gottesdienst, muss man auch sagen. Aber ich habe ein paar mitgenommen, die ich gar nicht so schlecht finde. Zum Beispiel, können wir mal über die wahren Probleme von Single reden. Ich muss 5 Tage lang den gleichen Brotaufstrich essen, bevor er vor dem Verfall aufgebraucht ist. Ich meine, das ist wirklich ein Problem. Und, oder, wenn wir schon beim Essen sind, mir ist endlich klar geworden, warum ich Single bin. Ich bin wie das letzte Stück von einer fantastischen Pizza. Alle wollen mich, aber keiner traut sich. Oder, das ist ein bisschen zynischer, aber ich liebe manchmal ein bisschen Zynismus. Wie nennt man Typen, die immer Witz machen, dass Frauen in die Küche gehören? Ah ja, Single. Nein, wir reden heute nicht darüber, über das, dass Single irgendwie sie heisst, hey, man geht traurig, niedergeschlagen, als halbe Portion durchs Leben. Machen wir nicht. Warum? Wenn man in die Bibel hineinschaut, ins Neue Testament, gibt es 2 Personen, die das Neue Testament ausmachen, wie keine andere Personen. Das sind die Person von Jesus und die Person von Paulus. Und beide sind Single gsi. Das heisst, hey, du kannst Single sein und du kannst die Welt verändern. Du musst nicht verheiratet sein, um irgendetwas zu machen, was sich lohnt, dafür zu leben. Du musst nicht verheiratet sein, um irgendwie, dass das Leben sinnvoll wird. Du kannst als Single absolut ein sinnvolles und ein erfülltes Leben leben. Und auf der anderen Seite, wir leben in einer Zeit, anders als vor 2000 Jahren, wo es prozentual natürlich viel mehr Singles gibt. Wir haben heute Ausbildungsmöglichkeiten, wo Frauen und Männer zur Verfügung stehen. Wir haben junge Leute, die kommen heute aus dem Berufsleben raus, mit 20, vielleicht wenn sie eine Lehre gemacht haben, oder wenn sie von der Uni kommen, mit 23, 24 und sind finanziell selbstständig. Das war ganz anders vor 2000 Jahren. Aber es heisst auch, dass es mehr Singles gibt. Und wir reden heute Morgen aber nicht nur über Singles, irgendwo zwischen 20 und, was weiß ich, 40 oder was auch immer. Hey, Single bedeutet mehr als das. Ich denke an Menschen, hey, an Witwen. Ich denke an Witwer. Menschen, die wieder Single sind. Ich denke an Menschen, die aber auch wirklich, weil sie Jesus nachfolgen wollen, sich auch entschieden haben, dass sie nicht in eine Partnerschaft reingehen. Es ist interessant, wenn wir in die Bibel hinschauen, merken wir, und sehen wir, dass der Auftrag, sich den Alleinstehenden zu widmen, eine ganz wichtige Aufgabe ist von jeder Gemeinde und von jeder Kirche. Das heisst nämlich im Jakobus 1, 27. Das heisst dort, rein und vorbildlich Gott, unserem Vater, zu dienen, bedeutet, dass wir uns um die Sorgen der Waisen und Witwen kümmern und uns nicht von der Welt verderben lassen. Das heisst, man kann in anderen Worten so sagen, hey, wenn du Jesus vorbildlich willst nachfolgen, dann musst du in deinem Leben ein Auge haben für alleinstehende Menschen. Du darfst nicht einfach an ihnen vorbeigehen. Und wir werden gerade sehen, wieso.
Ich glaube, dass Singles drei grosse Herausforderungen in ihrem Leben haben, die Verheiratete nicht haben. Das erste ist einmal, man muss lernen können, allein, mit dem Alleinsein umzugehen. Und vielleicht folgendes noch schnell. Einsamkeit und Alleinsein ist nicht das Gleiche. Du kannst allein sein, ohne dich einsam zu fühlen. Du kannst übrigens auch verheiratet sein und dich einsam fühlen. Das ist vielleicht noch so etwas nebendran. Aber alle Singles kennen es allein sein. Und manchmal vergessen wir das. Aber wenn du verheiratet bist, wenn du Family hast, an einem Sonntag nach dem Gottesdienst, du gehst heim und du weißt, hey, jetzt gehen wir noch essen miteinander, wir haben den Nachmittag noch, wir haben vielleicht Kids dabei. Ein Single nach dem Gottesdienst ist manchmal jemand da und sagt, hey, ja, was mache ich jetzt? Und für jeden Sonntag wieder neu etwas abzumachen, Programm zu machen und so, das ist nicht so eine einfache Sache. Und ich glaube, das ist noch gut, wenn man das weiss. Das Zweite ist, das ist die Herausforderung von der Sexualität. Wir sind alle sexuelle Wesen und von Gott auch so geschaffen. Es steht schon im ersten Buch Mose, dass Gott Menschen als Mann und Frau, das heisst mit ihrer sexuellen Orientierung, wirklich geschaffen hat. Und ich werde heute Morgen etwa mal auf eine Studie zurückgreifen. Empirica heisst sie. Die hat unter christlichen Singles verschiedene Umfragen gemacht zu ihrem Leben, wie sie leben, was ihnen wichtig ist, was sie vermissen. Und gerade im Thema von der Sexualität ist so, viele christliche Singles haben hohe moralische Ideale und für einen hohen Prozentsatz ist klar, dass Sex in die Ehe gehört. Für viele Männer, aber auch Frauen heutzutage, ist das Thema von der Pornografie Teil von ihrem Leben geworden. Was trotzdem hoffnungsvoll stimmt, die hochreligiösen Singles sind aber viel, viel konservativer im Thema und im Umgang damit als der Rest der Bevölkerung. Und wir haben sogar Kleingruppen bei uns, Small Groups, für das Thema pornofrei. Und ich denke, das ist sicher ein Thema, wo man heute auch ganz offen und auch offensiv muss darüber reden können. Übrigens, mir fällt manchmal auf, dass in der Kirche gar nicht so viel über das Thema von der Sexualität geredet wird. Es gibt manchmal Leute, die sagen, wir müssen mehr darüber reden können. Ich habe am Mannenweekend ein Referat gehabt, How to have better sex, aber das bringe ich nicht heute Morgen. Und es ist ein wichtiges Thema, das uns alle Menschen eben auch interessiert. Es ist aber interessant, in dieser Studie hat ein Fünftel der Befragten Folgendes gesagt. Nämlich, nur ein Fünftel sagt, dass sie die Möglichkeit hatten, nicht sexuell, aber sonst körperliche Nähe zu erleben. Sei es durch Umarmungen von den Eltern, vielleicht von einem Gottenkind oder von einer guten Freundin oder einem guten Freund. Ich habe gedacht, hey, wow, das tönt ja wie, als hätte es schon früher Corona gegeben. Menschen, die einander nicht mit Nähe können, also nicht mehr eine Nähe überhaupt möglich ist. Und ich bin dann mal so in die Bibel schauen, ja, wie war denn das bei Jesus gewesen? Wie hat denn Jesus damit gelebt? Und es ist schon noch interessant gewesen, Jesus hat immer wieder aus seinem Leben eine körperliche Nähe, die aber nicht sexuell ist, wirklich auch bewusst zugelassen. Ich denke an die Frau, die seine Füße gewaschen hat mit ihren Tränen, wo Jesus einfach so ihre Dankbarkeit gebracht hat. Ich habe mir, gut, man ist dort ja zu Tisch gelegen, darum war das auch möglich gewesen. Mit dem Zentrum hat man das Essen gehabt, war mit dem Kopf dort gewesen, die Füße sind dann einmal zu ringelum gewesen. Aber ich habe mir schon rasch überlegt, was wäre bei mir abgegangen? Ich meine, wenn irgendwo jetzt eine Frau kam, wäre mir die Füße so gewaschen, sicher ein Teil auch Kultur gewesen. Aber es scheint wirklich, als Jesus das zugelassen hat. Oder ich denke an Maria nach der Auferstehung von Jesus. Hat sie ihn fest in die Arme genommen und gedrückt? Oder ich denke an einen Johannes, der Jünger von Jesus, der sicher eine spezielle innige Beziehung hatte. Das heisst, er hat sich an die Brust von Jesus angelehnt. Ohne Zweifel, ein Teil findet man in der Kultur vom Nahen Orient. Ich war selber dort und du siehst dort manchmal Männer, die im Kreis hocken und alle gehen an die Hände. Das wäre für uns sehr, sehr ungewohnt, muss ich schon sagen. Aber ich glaube, in der Bibel ist es drin, nachher auch in allen Episteln, schreibt der Paulus und auch der Petrus, grüßen einander, nicht mit dem Corona-Gruß, sondern grüßen einander mit dem Heiligen Kuss.
Und es ist, als würde die Bibel sagen, hey, weißt du was, der Mensch braucht einen Teil auch Nähe und einen Teil Berührung, die einfach dazugehören. Ist das zu provokativ heute Morgen, oder ist das okay? Ich glaube, Gott hat uns so geschaffen. Darum haben wir übrigens auch einen Tastsinn. Und nicht alles muss eben sexuell sein. Die dritte Herausforderung, das ist Partnersuche. In dieser Studie haben 2/3 der jüngeren Singles gesagt, dass sie auf die grosse Liebe im Leben warten und hoffen, dass Gott irgendwann den entsprechenden Ehepartner oder Ehepartnerin vorbeischicken wird. Und dann hat sie dann auch gefragt, ja, was sind denn so für euch Gründe, dass ihr noch niemanden gefunden habt? Und die einen haben dann gesagt, dass sie die Auswahl zu klein findet, irgendwo im christlichen Kuchen, hätte ich fast gesagt. Und etwa 30% haben gesagt, ja, wir sind irgendwo, wir sind wie zu scheu, irgendwie auch jemanden anzusprechen. Und ich muss auch ehrlich sagen, hey, die junge Generation heute ist, glaube ich, scheuer noch als unsere Generation, irgendwo auf jemanden zuzugehen. Und ich glaube, auf der anderen Seite, ich verstehe es auch, wir leben in einem sehr digitalisierten Zeitalter. Wir kennen die Leute manchmal über Facebook und so weiter besser als aus dem persönlichen Leben. Und das ist auch der Grund, warum sehr viele Online-Portale auch da sind und mithelfen. Und ich glaube, die haben wirklich auch ihren Wert und ihre Bedeutung. Ich weiss aber von Menschen, die drauf waren, sind, die sehr gemischte Erfahrungen auch gemacht haben. Und es lohnt sich sicher, wenn man jemanden sucht und auf ein Online-Portal geht, dass man mit der nötigen Vorsicht auch reingeht. Nicht alles, was christlich ist, ist christlich. Und die coolste Geschichte diesbezüglich war eigentlich die, bei einem Ehepaar, wo ich letztes Jahr getraut habe, habe ich sie gefragt, ja, wie habt ihr euch kennengelernt? Das hat gesagt, über das Online-Portal. Und dann haben sie ihr erstes Date gehabt und dann haben sie beide herausgefunden, dass sie im Buchecki killen gehen. Dann habe ich gedacht, ja, hey, ich meine, einerseits, es war mega lustig gewesen, und auf der anderen Seite, ich habe wirklich gedacht, hey, es ist auf eine Art, es hat mich auch berührt als Pastor. Ich denke, es sind junge Leute bei uns in der Kirche, die finden einander attraktiv, die finden einander cool. Die sind voneinander von Gott bestimmt. Und meine Güte, warum sehen sie einander nicht in der Kirche? Ich habe nicht alle Antworten drauf und ich bin, aber ich sage, okay, gut. Also die Chance ist, wenn du auf das Online-Portal gehst, dass die Person in der gleichen Kirche ist wie du. Und vielleicht so ganz kurz, das sind aber die Herausforderungen. Und in dieser Suche werden auch nicht alle gleich schnell fündig. Und ich muss auch ehrlich sagen, bis zum heutigen Tag, ich habe es nicht herausgefunden, was es ist. Da gibt es Leute, wo ich denke, die sind wirklich nicht sonderlich attraktiv. Die heiraten mit 21. Und ich denke, wie haben die das geschafft? Da gibt es andere, die denken, die sehen mega hammergut aus und sind irgendwo Single mit 30. Und ich verstand manchmal die Welt nicht. Ich glaube, letzten Endes ist es irgendwo auch etwas, man kann es nicht machen. Ich glaube, es ist etwas, wo wir auch als Christen einfach sagen, es ist etwas, wo Gott muss schenken. Gott muss irgendwo die Connection schenken. Ich meine, ich weiss, ein Grund, warum ich absoluter Fan bin von unseren Small Groups, ist der. Eva war in der gleichen Small Group wie ich. Und wir haben uns durch unsere kleine Gruppe gefunden. Kommt dann noch dazu. Und ich glaube, in dem Zusammenhang wollen wir uns schnell fragen, wie ist der berühmteste Single, den es gegeben hat? Wie ist der mit seinem Single-Sein umgegangen? Und das war Jesus. Und ich glaube, wir können etwas lernen von Jesus. Erstens, Single-Sein bedeutet nicht, mein Leben ist langweilig. Ich meine, Jesus hat sowas von einem erfüllten, actionreichen Leben gehabt. Und das Coole eigentlich am Single-Sein, du musst dich um niemanden kümmern. Da ist keine Frau, kein Kind, die irgendwelche Ansprüche hat. Hey, du kannst dein Leben in einer Freiheit wirklich eben auch gestalten. Und vielleicht ist halt die beste Freiheit nicht, dass du einfach immer von der Playstation bist, sondern dass du etwas Besseres machst mit deinem Leben. Und ich will dir wirklich Mut machen, hey, wenn du Single bist, hey, überleg dir doch, was könnte ich machen mit meinen Gaben, mit meinen Talenten? Ich denke an unsere Teams, die wir haben, wo so viele Leute wirklich einen Unterschied machen für Jesus und etwas ihre Zeit dort reingeben und sagen, hey, weißt du was, ich muss vielleicht noch jemanden kochen und einkaufen, hey, aber es ist niemand daheim, wo du sagst, wenn du kommst heim, das ist mein Leben und sich einsetzen wirklich für Jesus. Das Zweite ist, Single sein gibt eine größere Freiheit, auch für Freundschaften. In einer Familie
wie gesagt, man muss immer Rücksicht nehmen. Also spätestens nach 3-4 Abenden für die Gemeinde muss ich zuhause ein Gespräch führen mit meiner Frau und sagen, du, wie viel denkst du, liegt drin? Müsste ich ein bisschen mehr zuhause sein oder ist im Moment gut oder so? Und ich habe auch nicht immer Lust, immer weg zu sein, ganz ehrlich gesagt. Aber wenn du Single bist, hey, du kannst dir deine Freunde wirklich in einem gewissen Maß auch aussuchen. Du kannst die Tiefe der Freundschaften auch selber bestimmen. Du kannst selber ein Stück weit auch sagen, hey, in diese Freundschaft will ich mehr investieren. Und dort bin ich eher zurückhaltender. Ich sehe bei Jesus, dass er einen sehr guten Umgang hatte und Beziehungen gepflegt hat zu Männern und Frauen. Also wenn ich jeden Mittag mit einer Frau würde essen, irgendwo aus der Gemeinde oder sonst nicht aus der Gemeinde, es gäbe garantiert ein Gespräch zu Hause. Meine Frau würde mir gerne wissen, was bei mir so abgeht. Ist nicht der Fall, aber es ist rein hypothetisch. Aber ich sehe bei Jesus Folgendes. Er hat es sehr, weil er umgebunden als Single war, er konnte sehr locker umgehen können, in dem Sinn, er konnte mit Männern abmachen. Jesus hat viel Zeit auch mit Frauen verbracht. Und auf eine gute, ich sage jetzt, anständige, respektvolle Art und Weise. Und das war eine Bereicherung. Ich glaube, Jesus, er hat auch den Nutzer ganz bewusst aus dem rausgezogen, allein zu sein. Interessant, Jesus war ja wahnsinnig viel eigentlich mit Leuten unterwegs gewesen. Eigentlich sehr auch eine gesellige Seite von Jesus. Müsst ihr mal schauen, wenn ihr die Evangelien lest, wie viel heisst, dass Jesus gegessen hat mit den Leuten. Der Food kommt immer irgendwo. Und Jesus hat ja nicht irgendwo seine Fische gegessen und dazu noch Predigt gehalten. Er war auch dort gewesen, einfach so mit den Leuten. Und auf der anderen Seite, er hat ganz bewusst auch sich Zeiten genommen, um allein zu sein, ohne die Menschen. Und dort hat er, würde man sagen, den Kern von seinem Leben irgendwo eben auch aufleben lassen. Und das ist seine persönliche Beziehung zu Gott. Und ich muss offen sagen, ich kenne ein paar Singles bei uns in der Kirche, die ich wirklich bewundere für ihre Tiefe, ihre Beziehung zu Gott. Mir hat einmal ein älterer Single gesagt, eine Frau, die über 80 ist bei uns. Sie sagt, weißt du was, heute Nachmittag bin ich wieder mit meinem Bräutigam zusammen. Und ich sage, was? Hey, läuft irgendetwas, was ich noch nicht weiss? Und sie sagt, mal, du weißt doch das. Ich bin mit Jesus zusammen heute Nachmittag. Also, was? Was hast du gesagt? Du siehst mit deinem Bruder. Und ich habe zuerst, wirklich, ich habe, auch als Theologe, ich habe wirklich zweimal rasch müssen hirnen. Aber die Bibel redet davon, dass wir eigentlich durch unsere Entscheidung für Jesus mit Jesus verlobt sind. Und an dem zuerst musste ich ein bisschen lachen, aber nachher hat es mich mega nachdenklich gemacht, weil ich dachte, wow, was für eine Tiefe an einer Beziehung hat diese Person mit Jesus. Dass sie in dieser Freundschaft, in dieser Nähe von Jesus einfach auch lebt und mit ihm wirklich so sein Leben teilt. Und in der Bibel wird von einer alten Frau erzählt, die 84 war, in Lukas 2, 37, von ihr heisst, sie war 84 Jahre alt, verließ den Tempel nie mehr, sondern diente Gott dort Tag und Nacht mit Fasten und Beten. Und die Frau, die hat eine Tiefe in dieser Gottesbeziehung. Und zwar, ihr müsst euch vorstellen, in diesem Tempel sind ja immer wieder Kinder gebracht worden zur Segnung. Und die Frau war dort und die hat hunderte von Kindern gesehen, die dort gebracht worden sind, um gesegnet zu werden. Und an dem einen Tag, wo das junge Ehepaar reingekommen ist, mit dem einen Kind, eins von Hunderten, hat sie gewusst, das Kind, das da in den Armen liegt von den Eltern, das ist nicht das Kind wie die anderen, das ist der Messias, das ist der Retter. Und sie hat die aus dieser Nähe mit Gott, hat sie ein Empfinden gehabt, ein Gespür gehabt für Sachen, die abgehen. Wo Gott am Planen ist. Und ich muss auch ganz offen sagen, ich habe mich zurückerinnert an meine Zeit, als ich Single war. Und so einen Moment mit Gott, weil ich keine Familie hatte, keine Ehe hatte, habe ich mehr als Single, als ich sie heute habe. Und ich weiß nicht, ob ich das bereuen soll. Ich denke, das ist einfach ein Teil, der kommt mit dem, dass man Verantwortung auch hat für eine Familie.
eine Verantwortung eben auch hat. Ganz, ganz speziell. Von Jesus vielleicht noch rasch zwei Sachen. Auch Jesus hat aber auch gekämpft in der Einsamkeit. Mindestens zweimal wird uns erzählt, dass Jesus gekämpft hat damit. An dem einen Tag, bevor er gestorben ist, seine besten Freunde, seine Best Friends sind alle gegangen von ihm. Keiner hat ihm am Schluss Treue behalten. Das ist hart, wenn du alle Freunde verlierst über Nacht. Und dich 3,5 Jahre lang fast jeden Tag mit ihnen getroffen hast. Jesus hat es auch gekannt. Oder am Kreuz hat Jesus gesagt, mein Gott, warum hast du mich verlassen, wo ein Moment da war, wo Gott nicht da war. Und ich glaube, das kann uns mega Mut geben, auch, wenn wir einsam sind, dass wir uns an Jesus wenden und wissen, er versteht. Und noch etwas. Jesus hat sich trotz Missverständnis nicht entmutigen lassen. Ich meine, wie oft haben die Jünger Jesus nicht verstanden? Sie haben es nicht gecheckt. Und ich meine nicht damit, dass es eine Aufforderung ist, dass alle Singles komisch werden müssen. Wirklich nicht. Das ist nicht gedacht damit. Aber schaut, als Single erlebt man ungeschickte Äußerungen von Menschen. Wow, mit so Ansprüchen wie du hast, wirst du nie einen finden. Oder du siehst so gut aus, dass du noch Single bist. Und die Message ist so ein bisschen drin, hey, du siehst zwar gut aus, aber irgendetwas stimmt vermutlich nicht mit dir. Oder Gottes Plan ist, dir einen Ehepartner zu geben. Da beten wir jetzt dafür. Und ich muss auch ehrlich sagen, in meiner Bibel steht der Vers nicht. Ich weiß nicht, woher das Gedanke kommt. Oder wieso bist du noch Single? Was steckt euch dahinter? Was geht euch wirklich in deinem Leben ab, dass du noch Single bist? Und ich glaube, gerade in einer Gemeinde, in einer Kirche, sollte man wirklich darüber nachdenken, was sagen wir, wie kommunizieren wir, dass wir Menschen nicht verletzen durch so Aussagen, die man vielleicht manchmal lustig findet oder die man vielleicht manchmal vielleicht auch ernst meint, aber eine Aussage kann manchmal so etwas auch anders auslösen bei jemandem, als man oft denkt. Und ich glaube, es ist gut, wenn wir dort ein gutes Gespür haben. Und auf der anderen Seite, hey, weißt du was, wenn du so Sachen hörst, die dich irgendwie irritieren oder fertig machen, lass hinter dir, lass nicht auf so Leute. Wenigstens nicht, wenn sie so Sachen sagen. Das muss man sich jemandem auch sagen. Schütze dich wirklich auch in deinem Herz und sagst, weißt du, wir haben einen schlechten Tag gehabt, haben keine Ahnung oder so. Denk daran, am Schluss, es sind ja nicht Menschen, die dich fertig machen können, sondern es ist der Feind, der dich fertig machen will. Und der Feind hat den Namen Satan. Und das ist der, wie man sagt, der ist der Ankläger von der Heiligen. Er ist der, der immer wieder Sachen braucht, um dich kaputt zu machen und fertig zu machen. Und bis dort ein guter Kämpfer, ergreift die Waffenrüstung von Jesus, wie es auch heisst. Lass mich noch ein paar Gedanken zu der Gemeinde vielleicht auch sagen. In dieser Studie, aus der ich auch schon zitiert habe, hat man Folgendes festgestellt. Das heisst dort, die Studie zeigte, dass die Gemeinde ein zentraler Aspekt des Soziallebens christlicher Singles ist und dieses insgesamt für die Lebenszufriedenheit eine große Rolle spielt. Das heisst, man hat festgestellt, dass Singles, die irgendwo in einer Gemeinde, in einer Kirche dabei sind, die haben eindeutig eine größere Lebenszufriedenheit als Menschen, denen das fehlt. Und ich möchte dir heute Morgen einfach auch zurufen. Hey, auch als Single, mach irgendwo mit. Hey, such dir irgendeines von unseren coolen Dream Teams und du lernst dort Leute kennen. Du kannst dort etwas mit deiner Energie, mit deiner Kreativität, mit deinen Gedanken reinlegen, wo wirklich ein Segen ist. Oder wenn du Ferien machst, du musst nicht allein in die Ferien. Es gibt so tolle Ferienangebote auch im christlichen Bereich, wo man mitgehen kann. Es gibt coole Bücher zu dem Thema. Und ich glaube, jemandem lohnt es sich vielleicht auch mal als Single, wenn man merkt, hey, da gibt es etwas in mir. Ich muss einfach mal da dahinter. Es beschäftigt mich. Einmal Seelsorge in Anspruch zu nehmen. Übrigens auch als Mann darf man das. Dann sagt man mehr Coaching und so. Aber am Schluss ist es das Gleiche. Und such dir einmal Rat, such dir mal jemanden auch von außen. Du sagst, hey, du kannst jemanden mit diesen Krämpfen zu tun. Weißt du, das macht aus dir nur einen besseren Mann. Wirklich. Ich habe gemerkt, hey, meine Frau, die kein Siebensieg am Schluss, sondern eine, der echt ist, eine, der auch zu seinen Schwächen kann stehen und eine, der auch Hilfe annimmt. Das ist viel, viel gewinnbringender und authentischer auch für eine Beziehung. Hey, das Zweite, werde deine Kleingruppe hoch. Und wenn du noch in keiner Kleingruppe bist,
gang und schliess dich einer an. Wie gesagt, ich habe meine Frau dort gefunden. Und ich meine nicht, dass unsere Kleingruppen dazu sind, dass wir. Aber es kann sein, dass es geschieht. Oder es kann sein, dass man über die Kleingruppe, wo man ist, dass man einen weiteren Kontakt bekommt, wo Gott einfach dann eben auch führt. Ich will auch Ehepaare aufrufen. Hey, ladet auch Singles ein. Und zwar nicht, oh, die armen Singles, die sind so allein und so. Ich kenne keinen Single, der Mitleid sucht. Also wenn ich das nicht persönlich. Aber ich kenne Singles, die echte Gemeinschaft suchen, die das wirklich auch schätzen. Hey, ich weiss, man müsste gerne als Familie zusammen, gerne als Ehepaar zusammen, aber bitte, denkt auch als Singles. Das ist ein Auftrag, den wir bekommen haben von Gott. Und das können Alte sein, das können Junge sein, das spielt keine Rolle. Aber bauen wir sie, laden wir sie ein, machen wir von ihnen wirklich einen Teil auch, oder lassen wir sie an unserem Leben teilhaben. Meine Frau und ich, wir machen das jedes Jahr, dass wir Single auch haben, einfach die Heim, die kommt und wo man einfach da ist für die Menschen. Zweitens, Singles, schaut euch nie zweitklassig an. Und jetzt muss ich ein bisschen aufräumen, muss ich aber ein bisschen abrechnen mit so zwei Sätzen, die ich immer wieder gehört habe von Christen. Muss ich sagen. Entschuldigung, wenn ich es abrechnen damit, aber das muss ich jetzt. Die erste Schrottaussage, die ich gehört habe von Christen, war die gewesen: Du bist nur komplett, wenn du verheiratet bist. Und ehrlich, ich muss sagen, was für ein Schrott ist das? Entschuldigung, ich finde keinen anderen Namen dafür. Hey, willst du einem Paulus wirklich sagen, Paulus, du bist nicht komplett? Dann machen wir das Gleiche zuerst wie der Paulus. Okay, dann reden wir wieder miteinander. Oder willst du Jesus sagen, ja, du bist nicht komplett, weil du nicht verheiratet bist? Ja, du kannst sagen, ja, ist Jesus gewesen. Nein, ist Mensch gewesen, genau gleich wie wir. Okay. Und jeder Mensch, auch der Ledig, ist im Bild von Gott erschaffen. Weißt du, Entschuldigung, bei aller Liebe zu meiner Frau, aber meine Frau macht das nicht besser. Im Bild von Gott erschaffen sie. Das ist das Geheimnis. Und ich möchte euch wirklich bitten, hey, in dieser Church, diese Aussage machen wir bei uns nie mehr. Amen. Danke vielmal. Singles und Verheiratete sind von Gott her vollwertige Menschen. Amen. Und das Zweite, wenn Gott mich wirklich lieben würde, würde er mir einen Ehepartner schenken. Ich habe die Bibel, ich weiß nicht, wie viel Mal schon gelesen, aber ich kenne die Verheißung nicht. Ein jeder, der glaubt, wird selig durch einen Ehepartner. Es gibt es nicht. Und vielleicht müssen wir auch ganz offen, ganz realistisch sagen, das können wir von der Bibel her nicht einfach allen Menschen versprechen. Aber macht uns denn die Ehe am Schluss glücklich? Alle Verheirateten, hat euch die Ehe glücklich gemacht? Müsst ihr noch niemand etwas sagen, ist gut. Okay. Alles vertraulich heute und im Seelsorgegeheimnis. Aber sind wir ganz offen? Ehe allein macht uns nicht glücklich. Wer vor der Ehe nicht ist glücklich war, der wird es auch nachher durch die Ehe ganz selten noch werden. Weißt du wieso? Du nimmst dich mit. Und der Ehepartner ist nicht in erster Linie dazu da, um dich glücklich zu machen. Ich glaube, letzten Sonntag haben das da gehört, oder? Über das Thema der Ehe. Hey, Ehe ist etwas, wo du investierst. Ehe ist das, wo ich mein Ego auch immer wieder überwinden muss und frage nicht, wie macht meine Frau mich glücklich, sondern wie kann ich sie glücklich machen? Es ist das Investment, wo ich meinen inneren Schweinehund immer wieder einmal zu Jesus muss bringen und sagen, hey, es geht nicht darum, was kann sie dir geben, sondern bist du bereit zum Geben? Bist du bereit zum Investieren? Ich glaube, das ist gut. Nachher kommt es auch gut und es ist auch gesund. Vielleicht noch so ein Gedanke schnell. Mir hat mal jemand gesagt, Matthias, weißt du, dann halt lieber irgendeinen Sexualpartner als gar keinen. Ich verstand, dass man so irgendwo denken kann. Ich verstand, dass man irgendwo auch frustriert sein kann. Ich verstand irgendwo, mir hat mal jemand gesagt, weißt du, wenn ich nicht gläubig wäre, ich hätte gewisse Freiheit.
kann das wirklich gut verstehen, dass man so empfinden kann. Aber ich will dir Mut machen. Schau, wenn die Bibel über Reinheit redet, wenn die Bibel auch über die Enthaltsamkeit redet, glaub mir, es ist nicht gegen dich, sondern es ist für dich. Und es ist etwas, wo ein Wert ist, wo es sich lohnt, wirklich dafür zu leben, auch persönlich. Ich will zum Abschluss kommen. Und ich glaube, das geht uns letzten Endes an, ob wir verheiratet sind oder nicht. Wir haben festgestellt, schau, ein Mensch allein kann uns nicht glücklich machen. Ich glaube, das Einzige, was uns wirklich glücklich machen kann, das ist eine lebendige Beziehung zu Gott durch Jesus Christus. Die Bibel sagt es auch so, hey, wer ihn findet, der findet das Leben. Jesus hat einmal gesagt, hey, ich bin wie das frische Wasser, ich bin der Lebensquell. Und weißt du, ich denke, es gibt heute eine riesige Chance für uns. Wenn du Jesus auch schon lange kennst, ich werde dir heute vielleicht bewusst den Böllen mal zuspielen und werde dich ganz bewusst wirklich auch fragen, hey, ist Jesus für dich wirklich die Quelle von deiner Freude? Macht Jesus dich wirklich glücklich? Oder vielleicht fehlt dir etwas an dieser Nähe zu Jesus, wo du sagst, hey, ich bin einfach begeistert von dem Jesus. Ich bin einfach begeistert von dem, was er in meinem Leben da hat, von seiner Vergebung, von seiner Treue. Und vielleicht bist du da heute Morgen und der Grund, warum du zuhörst, ist nicht wegen der Singles, sondern der Grund, warum du zuhörst, bist du, weil Gott heute Morgen zu dir redet und sagt, weißt du was, ich will dir heute Morgen ein Revival geben, eine Erweckung geben von deiner Liebe zu mir. Wo du, weißt, ganz neu begeistert wirst von Jesus. Wo du ganz neu ergriffen wirst von Jesus und sagst, weißt du was, Jesus, wenn ich dich habe, ich könnte wirklich auf alles im Leben verzichten, aber eins lohne ich nie los und das bist du, Jesus. Einen lohnt es sich, für den sich lohnt zu leben und das bist du, Jesus. Für ein Wert ist mir in meinem Leben wichtiger als irgendetwas anderes und das bist du, Jesus. Weil ich sehe, wie viel du da hast für mich. Weil ich sehe, wie sehr du mich liebst. Weil ich sehe, wie treu dass du bist und wie deine Gnade jeden Tag für mich da ist. Und ich möchte sagen, hey, vielleicht, wenn dir die Passion, die Leidenschaft, die Begeisterung von Jesus fehlt, wir beten jetzt dann gerade miteinander, dass du sie neu auch kannst finden, neu kannst entdecken und wirklich kannst rausgehen und sagen, weißt du was, hey, mein Herz brennt wieder neu für Jesus, für die wichtigste Beziehung in meinem Leben. Und nur so nebenbei, wenn du verheiratet bist, wenn du happy bist mit Jesus, du bist auch happy daheim. Und das Zweite ist, vielleicht bist du da heute Morgen und du sagst, hey, ich habe gedacht, Beruf und Beziehungen und einen guten Freund, eine gute Freundin, eine Beziehung, das würde mein Leben reich machen. Und du hörst heute Morgen, nicht wirklich. Aber irgendwo hast du vielleicht einen Wunsch bekommen, wo du sagst, ich würde gern den Jesus kennenlernen. Ich spüre, da muss etwas dran sein am Leben mit ihm. Ich werde dich heute Morgen einladen. Du kannst wirklich eine Entscheidung treffen und kannst ihm sagen, Jesus, ich kenne dich zwar vielleicht noch nicht so gut, aber ich werde anfangen mit dir leben. Ich werde dich zu einem Teil von meinem Leben machen. Ich werde dich kennenlernen. Du musst so eine interessante Person sein. Es heisst doch, du vergisst, es gibt noch ewiges Leben, es gibt eine Quelle bei dir. Und wenn du das möchtest, wenn du heute Morgen anfangen möchtest, den Jesus besser kennenzulernen, anfangen möchtest, sagst du, ich will irgendwo eine Beziehung mit ihm starten. Ich will dir sagen, es ist möglich. Wir können beten miteinander heute, dass das geschieht. Lasst euch doch das tun miteinander und schließen wir doch unsere Augen zum Gebet. Und Herr Jesus, ich will zuerst beten für die Menschen, die da sind und die dich schon kennen. Herr Jesus, wo vielleicht irgendwo in ihrem Leben auch gemerkt haben am heutigen Morgen, mir fehlt die tiefe Erfüllung in Jesus. Vielleicht sind Sachen reingekommen, vielleicht sind Sachen dazugekommen, vielleicht haben sie sich um so viel anderes müssen kümmern, dass die Beziehung irgendwo eher verkümmert ist. Aber du bist ein Gott von der Erneuerung, du bist ein Gott von der Erweckung, du bist ein Gott auch von der Vertiefung. Und Jesus, ich werde heute Morgen einfach für die speziell beten, die eine neue Passion brauchen, ein neues Feuer brauchen für dich. Von Herr, wo vielleicht auch ganz neu auch in ihrem Herzen und
möchten sagen, Jesus, du sollst die Quelle von meiner Freude sein. Du sollst wirklich den ersten Platz haben in meinem Leben. Ich will zurückkommen an den Ort, wo du das Nummer 1 bist für mich. Ich will zurückkommen, wo meine Liebe zu dir wirklich brennt und heiß ist. Und wenn wir so im Gebet sind, werde ich fragen, wie viele sind da heute Morgen, einfach sagen, hey, ich brauche das, ich brauche so ein Gebet für mich. Ich möchte das neue zurückhaben. Heb doch für einen Moment einfach deine Hand. Nicht für mich, sondern dass Gott ein Zeichen gibt, wo du sagen, ich möchte das. Bitte berühr du mich neu mit dem Feuer von dir. Berühr du mich neu mit dieser Leidenschaft für dich, mit dieser tiefen Überzeugung. Herr Jesus, du siehst die Menschen, die einfach ja, ihre Hand für einen Moment erhoben haben und sagen, Jesus, ich brauche das und ich bete, dass du jetzt kommst mit deiner Power, mit deiner Gegenwart, Jesus. Was auch immer reinkommt, Jesus, dass das seine Macht verliert, sei das Sorgen, sei das vielleicht irgendwo eine Sache, die Menschen abgezogen haben. Jesus, in deinem Namen, ich spreche Befreiung aus über das Leben von Menschen. Heute passiert etwas Neues. So wie die Sonne neu angefangen hat zu scheinen an dem Morgen nach dem Regen in der Nacht, Jesus, fängt deine Sonne von der Liebe neu an zu scheinen. Und Herzen werden begeistert, entfacht für dich. Danke, Jesus. Und ich will weiter beten und ich will beten für Menschen, die sagen, hey, ich würde gerne den Jesus kennenlernen. Ich würde gerne irgendwo eine Beziehung mit ihm starten und erfahren, wie das ist, dass Jesus mir vergibt, dass ich ein neues Leben anfangen kann. Ich will neu können, auch, ich will das können erfahren, wie das ist, in ihm den besten Freund im Leben zu haben, der ist und bleibt, egal was passiert. Wenn das dein Wunsch ist, ich möchte dich auch einladen, heb doch deine Hand für einen Moment, damit ich für dich beten kann. Und ich will Gott einfach auch bitten, dass du heute Morgen, Dankeschön, dass du ihn darfst einladen und er wird dein Gebet hören. Dankeschön. Sind noch andere Menschen da? Heb doch deine Hand einfach für einen Moment. Ich will für dich beten von da. Du darfst jetzt mit mir einstimmen und einfach sagen, Jesus Christus, ich habe heute Morgen von deiner Liebe gehört. Ich habe gehört, dass du ein erfülltes Leben gehabt hast. Weil du verbunden bist mit Gott. Mir fehlt das bis jetzt und ich möchte das auch. Ich bitte dich, Jesus, komm du in mein Leben. Vergib du mir meine Sünde. Reinige mein Herz. Ich will anfangen, eine Beziehung mit dir aufzubauen. Ich wünschte mir, dass du der beste Freund von meinem Leben kannst werden. Weil du treu bist, weil du liebevoll bist, weil du ehrlich bist. Und ich danke dir, Jesus, dass du mein Gebet erhört hast. Hey, danke, dass du heute dabei bist. Wir hoffen, dass du durch die Message Gott hast können näher kommen. Falls du Fragen oder Anmerkungen hast, würden wir uns mega freuen, wenn du via unsere Homepage mit uns Kontakt aufnimmst. Falls die Messages für dich ein Segen sind, würden wir uns über deine Unterstützung freuen. Auch mit deiner Spende kannst du es möglich machen, dass wir das tun, was wir tun. Und mit dem könnt Gottes Liebe und Gottes Hoffnung in unsere Gesellschaft heraustragen. Du kannst das ganz einfach machen mit einem SMS an die Nummer 488, mit dem Keyword Silbern und einem Betrag. Natürlich gibt es auch noch andere Möglichkeiten, die findest du bei uns auf der Homepage unter www.silbern.church/spenden. Hey, wir wünschen dir Gottes Power und Segen.